Alter, das wird mir gerade hier ein bisschen zu bunt eigentlich. Aber ich kämpfe trotzdem weiter, ich gebe nicht auf. Oh, verdammt. Zack, den hätten wir erledigt. Ja, den kennt man schon aus dem ersten Teil, den Konter. Zack, nicht mit mir hier, Junge. Oh, verdammt. Scheiße. Jawohl. So. Also. Das hätten wir erledigt. Ich nehme mal einfach Medizin ein. Kann nicht schaden. Alter, ich wollte auch nur an die Kiste ran. Und weil der mich geschubst hat, wurde ich wieder aggressiv hier. Torre del Diavolo. Am Turm dran, also, okay. Der Turm ist Aussichtspunkt. Und Dings da zugleich. Ah, ich habe noch keine Wurfmesser. Beruhig dich. Ne, gut. Ja, verdammt. Oder ist das da der Torre del Diavolo? Wo ist er? Welcher ist das? Na, egal. Alter. Nein. Alter Schwede, das war knapp. Danke. Echt nett von dir. Und hoch geht's. Und hoch geht's. Und jetzt hier rum. Jawohl. Ha! Ha! Alter, das ist ein Witz. Was soll denn die Scheißnummer? Springt er damit einmal einfach runter? Oh, ey. Ich hab da gerade gar keinen Nerv drauf eigentlich. Da nochmal hoch. Scheiße, und schon wieder habe ich fast kein Leben, weil ich gestürzt bin. Ich glaube, anders verliere ich gar kein Leben. Aha! Sehr schön. Kompiliert. Es wird immer leichter, sich in Abstergos Mainframe zu hacken. Es scheint fast, als wüsste ich, nach welchen Daten ich suchen muss, als hätte ich es schon erlebt. Mhm, interessant. Subjekt 16 scheint ein bisschen paranoid zu sein. Letztendlich Vietnamkrieg. Die Mündung. Jawohl, da haben wir es doch. Führt die Jugend. Nein. Jugend, wahrscheinlich hier irgendwie so ein. Da. Sind aber auch scheiße zu erkennen. Die Flammen aus. Was? Die Flammen aus seinem Schlund stechen in die Augen aus. Gucken wir mal hier. Da oben? Nee. Da. Sehr schön, dieses Monster kommt nicht von den Menschen. Die erste Abbildung einer Schusswaffe. Achso, okay, das, ja. Okay, was soll ich jetzt hier genau suchen? Ah, okay.
Passcode gefunden. 72114. Datei freigegeben. Na dann. Genau, diesen kurzen Ausschnitt haben wir. Letztendlich müssen wir alle haben, um das komplette zusammensetzen zu können. Und das wird noch dauern. Aber sehr schön, das habe ich immerhin gefunden. So, und abwärts geht's. Und bevor wir unten ankommen, wird nochmal geguckt, was haben wir da? Rennen. Eine Codex-Seite, die will ich haben. Meins. Noch eine. Die sind üble Zeiten. Besser nicht hier bleiben. Ah. Um die habe ich mich ja schon gekümmert hier. Meine Codex-Seite. Sehr schön. Eine weitere Codex-Seite bekommen. Schmied, da muss ich nicht hin. Ich habe sowieso gerade keine Kohle. Schneider bringt auch nichts. Würde ich sagen, als nächstes steht hier ein Rennen an. Machen wir doch mal ein Rennen. Das hatten wir nur ganz am Anfang einmal. Und seitdem nicht mehr. Ups. Ich hatte gerade keinen Ton kurz. Nee, so hässlich wie du bist. So, dann lass mal hören. Ich kann jeden Mann hier schlagen, wenn es ums Tempo geht. Man sagt, ihr wärt ein echter Gegner für mich. Ah, es hat sich schon rumgesprochen, wer ich bin. Okay. Man sagt, ihr wärt sehr schnell, Assassine. Könnt ihr meine Bestzeit schlagen? Alles kann ich. Ah, verdammt. Und hoch geht's. Moment, ganz kurz. So, weiter geht's. Nein! Ich bin noch unten. Scheiße. Ah, verflucht noch eins. Alter, schieb ab! So, wo geht's weiter da? Verdammt, ich glaube, dadurch habe ich es ein bisschen verkackt hier. Und durch den Sturz nach unten natürlich. Oder den Sprung nach unten. Ich bezweifle, dass daraus noch ein Schuh wird. Jetzt rüber auf die andere Seite. Ah, okay, da ist auch noch was. Eine Minute noch. Nicht so schnell, Ochse. Nicht so schnell. Ich laufe hier ein Rennen. Ich muss schnell sein. Alter Schwede, Millimeterarbeit hier. Nein, hält er sich da nicht mal fest. So ein Scheiß. Ja, kletter hoch! Mein Gott! Nein, jetzt klettert er da auch noch hoch. Scheiße, das habe ich verkackt. Ich hätte nicht kämpfen dürfen. Und jetzt klingelt es auch gerade an der Tür. Das heißt, da muss ich sowieso kurz ran. Das heißt, sobald ich es gleich verkackt habe, in 4, 3, 2, 1. Ja, gut, das habe ich verkackt. Ich unterbreche kurz die Aufnahme. Bis gleich. So, und damit auf ein neues. Ich kann jeden Mann hier schlagen, wenn es ums würde ich sagen. Diesmal kämpfen wir nicht, laufen einfach nur. Und dann sollten wir ihn ohne weiteres schlagen können. So, los geht's. Außerdem kenne ich jetzt natürlich den Weg schon ein bisschen. Von daher geht das wesentlich lockerer. Nicht? Jetzt runter hier.
Genau, gegen den hier hatte ich gekämpft. Aber das ist mir jetzt gerade egal. Da. Und hopp, hopp, hopp. Und weiter geht's. Das sieht schon mal wesentlich besser aus. Ich habe jetzt schon 16 Sekunden mehr Zeit. Aber ich nehme etwas unkonventionelle Wege, sag ich mal. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, aber... Oh, die Musik bockt gerade. Bei dem Rennen. Ja, da hing ich auch noch fest. Ah, verdammt, ging ja runter hier. Los, runter mit dir. So, etwa 30 Sekunden mehr Zeit. Oh, verdammt. Ah, so geht's. So geht's. Ab hier durch die Mengen. 16. 17. Und 18. Jawohl, 1000 Florin hat das uns mal eben kurzhand eingebracht. Ja, jetzt sind wir am anderen Ende. Einen Aussichtspunkt gibt es noch und noch eine Kodexrolle. Ja, danke. Habe ich sie bestohlen. Oh, wo ich gerade hier bin. Jetzt habe ich ihn halt... Ja, das bin ich. Bringt dir aber auch nicht viel. Alter, vor die blutige Hand. Links. Ups. Juhu! Lauft! Ja. Wie immer du meinst. So, kaufen wir mal eine Runde ein. Okay, das lädt ja ziemlich langsam gerade. Reparieren. Erstmal reparieren alles. Akzeptieren. Jawohl. Und zurück. Rüstung. Habe ich schon alles. Waffen. Ja, das Schwert ist natürlich ganz geil. Das bringt natürlich ordentlich Tempo mit rein. Aber ich denke, ich kaufe mir noch kein neues Schwert. Sehr gerne. Beehrt mich bald wieder. Ich warte lieber noch. Oh, cool. Was haben wir denn da? Schickes. Meins! Das ist zu viel. Was, weil ich hier plündere? Ups, Entschuldigung. Juhu, und ein Maler ist hier auch. Irgendwo. Hier, genau. Mal schauen, was wir bei dem uns holen können. Ich würde natürlich erstmal Gemälde... Alter, 7000. Kaufen wir uns erstmal hier die ganz billigen. Vespucci. So. Dame mit Venus mit Spiegel auch noch. Und dann geht's an die Schatzkarten. Einmal hierfür und einmal für die Toskana allgemein. Grazie und kommt bald wieder. Sehr schön. Das hätten wir. Ab zum Aussichtspunkt. Ups. Darf ich mal? Danke. Oha, das ist ja mal wieder ein Turm hier. Junge, Junge, Junge. Nein. Scheiße. So, komme ich daran? Nein, natürlich nicht. Wieso denn auch? Das wäre ja viel zu einfach. Attenzione. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Hier komme ich nirgends hoch, ne? Dann bleibt nur eine Seite. Rein theoretisch.